Hallo liebe Freunde, bevor wir zu den einzelnen Rennen kommen, möchte ich gern die vielen fleißigen Helfer näher ins Bild rücken, die vor, während und auch nach der Veranstaltung so viel zum Erfolg beigetragen haben. Dietmar, wie ist denn die Stimmung? Gut. Gut? Bei den anderen auch? Ja, super, immer bereit. Ich bin der Kai Klinkbeil, komme aus Frankfurt-Oder, nehme das erste Mal bei diesem Rennen teil, habe es die ganzen Jahre nicht geschafft. Erstes Mal wegen Corona, zweites Mal in Frankfurt ist immer zu dem Zeitpunkt die Oder-Rundfahrt. Jetzt klappt es endlich mal, Oder-Rundfahrt ist nächstes Wochenende. Und ich hoffe mal, die ersten 10 wäre schon morgen, der Rest ergibt sich. Der erste Start ist für 9.30 Uhr vorgesehen und die ersten Radsportler versammeln sich im Vorstartbereich. Ja, als Gast haben wir auch begrüßt den Oberbürgermeister von Görlitz, Herrn Octavian Ursu. Er steht hier gemeinsam mit dem Vertreter des Postsportvereins Görlitz, Jürgen Schmidt. So ein bisschen glücklich, aber die Senioren 3 sind seit 9.30 Uhr auf dem Weg und sie fahren 5 Runden, insgesamt 86,5 Kilometer. 5 Minuten nach ihnen die Senioren 4 mit 3 Runden, insgesamt 51,9 Kilometer. Okay, haben wir mal mit dem Radsportverein. Ihr könnt euch melden bei uns auf der Facebook-Seite.
Eine große Gruppe Radsportler aus Nyski steht am Straßenrand. Da bleibt die Frage, warum fährt sie nicht mit? Wir sind zu schwach. Was ist mit Jedermann? Auf die Spitze wollen wir es ja nicht treiben. Auch nicht? Nein, das durch ist immer so. Dabei. Ach so. Ja, also wir sind vom Radsportverein Nyski und sind eigentlich jedes Jahr hier in Görlitz, um mehr oder weniger auch unseren Verein hier zu präsentieren. Aber unser Leistungsniveau ist leider nie groß genug, um hier auch nur eine Runde mitzuhalten. Wir haben das schon mal früher versucht, aber leider ohne Erfolg. Es ist doch eine sehr schwierige Runde und erfordert natürlich auch entsprechendes Training, um hier überhaupt mitzuhalten. Ja. Okay. Also wenn der Berg abgetragen würde, da hätten wir vielleicht eine Chance, aber das werden sie für uns wahrscheinlich nicht machen. Wie bist du denn zufrieden mit der Veranstaltung? Bis jetzt bin ich eigentlich toi zufrieden, dass es ganz gut abläuft. Mit kleinen Anfangsschwierigkeiten, aber die haben wir zum Schluss trotzdem sehr gut alle gemeistert. Und so wollen wir hoffen, es bleibt bis zum Ende der Veranstaltung so. Prima. Welche Aussichten hast du noch bis zum späten Nachmittag? Kriegen wir noch alles soweit auf die Reihe oder gibt es Verzögerungen? Ich glaube nicht. Ich schätze, jetzt bin ich optimistisch, wenn das einmal zum Rollen gekommen ist. Glaube ich doch, dass wir das Ganze bis zum Schluss dann packen. Na dann viel Erfolg. Ja, Dankeschön. Seid ihr zufrieden? Also ich merke, euch geht's gut. Das hört man am Lachen, ja? Wie laufen die Geschäfte? Naja, schleppen. Ja, wartet mal, wenn die ausgehungerten Rennfahrer ankommen, oder? Anstellen. So, und der nächste ist am Ziel mit der 138. Welchen Platz hast du gemacht? Bitte. Welchen Platz? Weiter. Glückwunsch. Inoffiziell deutscher Meister. Erwartung erfüllt? Nochmal bitte. Erwartung erfüllt? Ja, mehr als das. Ich hatte zwischendurch gewisse Zweifel. War vielleicht nicht mein bester Tag. Ja. Aber insgesamt denke ich mal, ja, wenn man zum Schluss das Vorderrad zuerst durchschiebt, hat man nicht viel verkehrt gemacht. Hattest du mal einen Hänger? Insofern freue ich mich. Ja, zwischendurch ziemliche Krise. Musste mich dann auch mehrmals auffordern lassen. Also quasi aktiv mitzufahren. Wie war es am Berg? Zäh. Ziemlich schwierig, hab's unterschätzt. Aber ich hatte einen guten Partner. Der Herr Kiefel, Sportsmann Kiefel. Ja. Gut, er hat einen großen Motor. Ja. Hat voll investiert und ich habe ein bisschen partizipiert, muss ich sagen. Verdient hätte das allemal. Okay. Aber man schenkt es auf der Ziel gar nicht einfach so her, weil die Gelegenheiten sind rar, deutscher Meister zu werden. Ich habe es mehrfach probiert, war ein paar Mal nah dran. Thema. Heute muss ich den Sack zumachen und bin heilfroh. Ich hätte mich auch mit dem Podium sehr zufrieden gegeben, aber wenn die Chance so riesig ist, nimmst du mit, was du kriegst. Dann herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Und gute Erholung. Dankeschön. Gute Zeit. Danke. Und zur Siegerehrung bereiten sich die ersten drei vor.
Das ist einmal die 144 Jürgen Sopp von der RSV Düsseldorf Rath-Ratingen. Es ist die 126 Uwe Kiebel vom RSV Werner-Hutte Berlin. Und es ist die 112 Heiko Gehrige vom RC Kempten. Die Siegerzeit kann ich schon offiziell nennen. Ist 1 Stunde 23 Minuten und 3,0 Sekunden.